Schrotflinte, Pistole. Ne, oder? Ne, zweimal. Hä, ist das zweimal Schrotflinte? Schrotflinte, Schrotflinte. Pistole, Granatwerfer, Pistole. Gucken wir uns das mal. Alter, ich speier mal. Gucken wir uns das mal von der anderen Seite an. Holy Jesus. What the actual fuck, Alter. Tja, was soll ich dazu sagen? Kavem, kavum, kabum. So, dann haben wir hier Pistole, Pistole. Nee, Schrotflinte, Pistole. Dann haben wir hier Pistole. Klar, weil das hier natürlich weiter außen ist. Ist natürlich, weil er halt nach da steht. Ich fände es doch schön, wenn man damit selber fahren könnte, wenn man noch sagen könnte, ich will das gerade stellen. Gut, und hier vorne ist halt erstmal soweit nur Schrotflinte, ne? Die Waffe könnte hier auch noch angreifen. Ich glaube, uns greift hier erstmal niemand an. So wie unser Schiff aussieht. Aber trotzdem würde ich das zur Sicherheit einmal in den Keller fahren. Nein, so fährt unter Tage, genau. So. Jo. Tschüss. Alter Schwede. Ja, unser Schiff fährt jetzt natürlich auch ein bisschen schneller, weil wir unseren Kern hier ausgebaut haben. Aber ich möchte jetzt erstmal, bevor, wie gesagt, Insel 2 und so weiter erkunden, möchte ich erstmal natürlich Ressourcen farmen und unser Schiff weiter ausbauen. Das ist jetzt erstmal mein Ziel oder unser Ziel, dass wir das erstmal in Ruhe machen. Das heißt, Ressourcen farmen und weitere Sachen ausbauen. So, da hinten ist die Mine, da gehe ich gleich hin. Da hinten. Ich sammle aber erstmal jetzt hier die Ressourcen mit. Weil das brauchen wir ja. Wenn wir ein Schiff sehen, können wir auch nochmal ausrauben. Oder? Weiß ich nicht, dann müssen wir gucken. Auf jeden Fall nehme ich noch ein paar Teile mit. So, zack. Und das nehmen wir noch mit. Einmal schlagen, fertig haben wir. Da hinten waren, glaube ich, die Dings, ne? Genau. So, das nehmen wir auch noch mit. Weil hier kann man ganz in Ruhe natürlich über Tage quasi stehen und dann sein Schiff weiter aufrüsten, weil wir müssen ja die Module ausgefahren haben, damit die Werkbänke und so funktionieren. Haben wir ja festgestellt. Und das finde ich hier leichter als wie auf der auf dem zweiten Bereich der Insel. Im Übrigen, ich habe mich, ja gut, das kann man sagen, gespoilert. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, weil ich ein bisschen im Internet geforscht hatte, wegen Thumbnails, weil ich erstelle ja immer die Thumbnails immer alles selber für jede Folge und so, tralala, weil ich die so ein bisschen anpasse, hatte ich nach Map gesucht, weil ich eigentlich so ein Overview der Karte haben wollte für ein Bildchen, habe ich aber nicht gefunden. Und dann habe ich durch Zufall habe ich entdeckt, dass tatsächlich es drei Gebiete hier gibt. Und ja, jedes Gebiet natürlich schwerer als das andere. Das heißt, Gebiet 1 ist natürlich das einfachste, Gebiet 2 das mittelschwere und das Gebiet 3 ist das schwerste. Was uns dabei erwartet, weiß ich nicht, konnte ich nicht erkennen. Ich habe einfach nur, wie gesagt, nur großflächig gesehen. Das war, glaube ich, auch durch einen Spieler erstellt, diese Karte. Ah, schön, die Vögelchen. Das war, glaube ich, durch einen Spieler erstellt, weil das unterteilt war in drei Gebiete mit so zwei, drei Strichen. Und da stand dann halt Heavy Area oder so irgendwie. Deswegen gehe ich von aus. Und ich glaube auch, die Schiffe von den anderen, also von den Cox, wird, glaube ich, auch noch eine Rolle spielen, dass sie größer werden. So. Weil die wären natürlich auch schwerer. Klar, wir müssen natürlich Produktion Stufe 3 herstellen, steht ja da oben, aber wir brauchen erstmal hier Ressourcen. Damit wir vorankommen. Gut. Ach, schön. Ist das schön? Ist das schön? Machen wir mal das Lämpchen an, wenn wir schon einmal dabei sind. Geronimo! Nö, ich bin verwöhnt mittlerweile. Ich weiß nicht warum. Bin ein bisschen verwöhnt. Neu verwöhnt. Verföhnt, verföhnt.
Ui, ich habe tatsächlich gestern noch einen richtig coolen Trailer gesehen. Muss ich sagen, gestern wurde von... War das von... Ich glaube, von Disney war das. Ich weiß gar nicht, wer das entwickelt. Dieses... Disney Valley, Valley Life oder irgendwie sowas. Das war mega, das sah mega interessant aus. Also, das ist irgendwie so eine Lebenssimulation, wenn ich das richtig verstanden habe. In so einem Disneyland-Bereich oder so ein bisschen so, wo die ganzen Disney-Charaktere rumlaufen und mit die interagieren können. Du kannst zum Beispiel, da haben sie dann im Trailer gezeigt, da kannst du einen Garten bauen. Dann kommt dann Wally dir zu Hilfe, irgendwie voll cool. Oder du bist irgendwie in so einem Zimmer, hast hier ein Zimmer eingerichtet, weil man wohl auch ein Haus bauen kann, soweit ich das aus dem Trailer irgendwie erkennen konnte. Und dann ist dann zum Beispiel Buzz Lightyear von Toy Story oder so dabei. Also, oder Mickey Mouse läuft dann irgendwie durch den Vorgarten und so ein Kram. Sah mega interessant aus. Ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video hier erscheint. Wahrscheinlich ist der Trailer dann schon, keine Ahnung, 2-3 Wochen alt oder so. Mal gucken. Fand ich auf jeden Fall mega interessant. Da man ja, oder einige ja auch mit Disney-Filmen aufgewachsen ist oder man Disney-Filme ja auch kennt. Und richtig, richtig gut. Bin sehr, sehr gespannt auf diesen Titel. So, warte mal, wo ist denn hier noch was? Da soll noch was sein. Waren wir hier schon? Hier ist nix. Ist vielleicht oben? Haben wir jetzt hier schon alles rausgeholt? Mein Gott, wie die Zeit vergeht, ne? Schon wieder nur noch 5 Minuten bis Vulkanausbruch. Ja, hier ist schon mal nichts. Ich finde es schade, dass man nicht noch ein paar mehr unterirdische Gänge hat. Waren wir hier schon? Dass man die sich vielleicht noch durchgraben könnte oder so. Aber gut, es gibt ja noch unterirdische Tunnel, so ist ja nicht. Und außerdem brauchen wir ja nicht auf die zweite Insel. Wegen Ressourcen, ja gut, wegen Kristalle vielleicht. Aber wir müssen wegen Eisenerz zum Beispiel, brauchen wir ja nicht rüber. Das können wir ja auch einfach hier unterirdisch holen. Müssen mal gucken, was wir alles brauchen von der anderen Insel. So, ich glaube, wir haben hier, glaube ich, alles. Das ging ja doch ein bisschen schnell jetzt. Ich habe gedacht, wir kriegen noch ein bisschen mehr, aber okay. Mehr. So, gut. War hier nicht auch noch eine Kiste hier oben? Bin zu dick. Ich wollte es nur sagen. Wie viel Erz? Oh, schon wieder ein Schrank. Alter, diese Schränke verfolgen mich einfach. Überleg mal, du knallst diese Verlängerung, die wir haben, knallst du voll mit Schränken. Alter, was für ein Lager du einfach hast. Uff. So, 4 Minuten. Ich würde jetzt auch nicht allzu weit gehen. So, Lampe können wir mal wieder ausmachen. Mal gucken auf die Karte. Auf die Karte. Da ist Kohle. Haben wir eigentlich noch genug Kohle? Ich glaube ja, ne? Kohle haben wir, glaube ich, genug gesammelt. Ich kann ja mal vorsichtshalber nochmal die zwei Dinger hier mitnehmen. Ich glaube zwar nicht, dass sie noch was brauchen werden. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. So 3 Minuten. Ah, schön. Weil ich das gerade so sehe mit dem Wasser. Ja, ich freue mich schon, wenn wir Subnautica mal weiterspielen. Ich weiß noch nicht, wann das weitergeht. Da werde ich aber, glaube ich, dann nochmal von vorne anfangen, oder? Oder mache ich da weiter, wo ich aufgehört habe? Ich bin mir nicht sicher. Ob ich da wieder reinkomme? Weil wir hatten ja, glaube ich, unterirdisch schon eine Base gebaut. Also wir waren schon ein bisschen weit. Aber ich will noch überlegen, ob ich da komplett nochmal neu anfange, wie gesagt. So, hier ist, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Nee, okay. Weiß ich aber noch nicht. Kann ich noch nichts zu sagen. Erstmal sind wir jetzt hier. Aber ich glaube, es kommt sowieso erstmal was ganz anderes hier auf dem Kanal. Was schon sehnsüchtig darauf wartet, gespielt zu werden. Kann ich nur schon mal sagen. Das habe ich sogar schon installiert. Aber ich habe mir ja vorgenommen, ab jetzt immer nur eins zu machen. Damit ich nicht hier irgendwie... in die Bredouille kommen, oh, ich muss jetzt wieder hier aufnehmen, ich muss wieder da aufnehmen, da läuft aus, hier läuft aus, weil ich da einfach kaum Zeit für habe, so wie andere. Ich bin ja noch berufstätig, das ist ja alles nur nebenberuflich hier, oder was heißt nebenberuflich, das ist ja nur mein Hobby hier. Ich mache das ja nur zum Spaß hier. Zumindest auf YouTube verdiene ich ja damit kein Geld, auf Twitch schon ein bisschen, so ein kleinen Obolus, aber hier halt, ja, ist das einfach hobbymäßig, weil mir das einfach Spaß macht. So,
Und wenn ich damit Leute unterhalten kann, ist das natürlich super und erfüllt quasi genau den Zweck, den ich damit erreichen will, wenn ich Leute damit auch zum Lachen bringen kann. So, jetzt bin ich natürlich doch ein bisschen weiter weggelaufen, ne? Ich hoffe, wir schaffen es bis zur Mine. Wo ist die denn? Uff. Oh, oh. Toll, jetzt speichert der automatisch. Willst du mich verarschen? Kurz vorm Vulkanausbruch. Toll. Aber wir schaffen es. Nee, genau. Sinn und Zweck ist es ja quasi, euch mitzunehmen bei den Abenteuern, die wir erleben und vielleicht euch auch mal ein Spiel vorzustellen. Bei der neuen Serie 2, die ich ja manchmal mache, wo ich dann neue Spiele so teste, ausprobiere und tralala, wo ich euch dann mitnehme. Entschuldigung, musste mal kurz abhusten, um zu gucken, so, Spiele mal auszuprobieren. Was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann, es werden hier keine riesige Open-World-Spiele kommen. Das kann ich euch schon mal sagen. Also, kein Horizon Zero Dawn 2 oder 1, kein Far Cry. Far Cry spielen wir jetzt aktuell ja am Stream. Dazu muss ich noch sagen, weiß ich nicht, ob jetzt mittlerweile schon Stream war, wenn die Folge kommt. Ich werde ein bisschen privat Far Cry auch spielen, weil es einfach zu groß ist, um das komplett im Stream zu spielen, weil da sind so viele Sammelaufgaben und so, das möchte ich ja auch noch ein bisschen machen. Ich möchte ein bisschen Nebenquatsch machen, Nebenaufgaben und so. Und da möchte ich, glaube ich, privat ein bisschen Zeit investieren und dann die Hauptaufgaben quasi so ein bisschen im Stream. Genau. Aber es werden keine Spiele hier kommen, die jetzt übermäßig groß sind. Weil das sind ja Spiele, die ja unheimlich Zeit fressen. Ich meine, so ein Survival-Game natürlich auch. Klar, sicher, selbstverständlich. Klar, natürlich. Natürlich frisst ein Survival-Game oder hier Vulkanoids auch Zeit, aber hier geht es ja jetzt nicht so groß um Story und alles. Ne? Und wenn ihr jetzt wirklich so ein Game hast, 30 Stunden plus, so, und du musst da, keine Ahnung, zig Nebenaufgaben noch machen, bis du dann mit der Story da durch bist. Und ich möchte ja im Stream auch mal irgendwann mal wieder was anderes spielen. Oh, das ist jetzt gerade neu gespawnt. Ist es natürlich schon ein bisschen nervig. Also mich persönlich würde es auch stören, wenn jetzt ewig da irgendeiner im Stream da nur irgendwelche Kisten farmt. Gut, ich meine, okay. Viele schalten vielleicht auch einfach nur ein für den Streamer. Oder für den jungen Mann, der da gerade sitzt. Oder alten Mann. Ich bin doch so alt. Und nicht wegen dem Spiel. Also ich gucke meistens Stream oder YouTube wegen dem Spiel, kann ich sagen, ja. Und weil mich halt auch interessiert, wie das Spiel ist, ob es mir gefällt. Und klar auch ein bisschen wegen dem YouTuber oder Twitch-Streamer, ne, muss man auch sagen. Gut. Und deswegen, genau, also es wird kein großes Game hier kommen. Also da braucht er jetzt nicht irgendwie rechnen mit. Also es spawnt hier also immer neu. Okay, so viel haben wir schon mal rausgefunden. Was? Rucksack ist voll? Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Okay. Scheiß Kohle, ganz ehrlich. Scheiß auf die Kohle. Ist ja süß. So. Oh, hier ist ja so viel Eisenerz gespawnt. Ist das alles unterirdisch? Oder liegt das alles hier? Hä? Das ist alles in der Mine, oder? Oder wo soll das sein? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich düse nochmal eben schnell hier rein. Genau, weil mich würde das, wie gesagt, mich würde das natürlich auch stören, wenn ich hier nur... Oh, ja. Wenn ich hier nur permanent, immer das Gleiche sehen würde. Deswegen, also... Ich habe mich dafür entschieden, weil mir es einfach zu viel... Oh, schon wieder voll. Okay, dann... Gut, dann düsen wir ab. Ich habe mich einfach dafür entschieden, weil halt einfach das... zu viel Zeit frisst. Und ich möchte dann, glaube ich, lieber die Sachen dann ein bisschen privat spielen. Ein Horizon werde ich im Stream spielen? Ja. Aber da werde ich das genauso machen wie mit Far Cry jetzt, dass ich ein bisschen privat spiele.
so ein paar Nebentätigkeiten, so ein paar Sammelquests und so. Und dann halt mich so ein bisschen auf die Hauptstory quasi im Stream fokussieren, dass man da nicht zu viel Langeweile bekommt. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Da verpasst man auch nicht so viel. Ich kann ja euch dann, ich sag mal jetzt im Stream zum Beispiel, kann ich euch ja dann erzählen, was war, was gewesen ist, was ich so erlebt habe. Deswegen, also da, glaube ich, verpasst man jetzt nicht allzu viel, wenn man da jetzt nicht, wenn man jetzt nicht da dabei ist oder so. Ne, also, das ist jetzt nicht so tragisch. Und wenn, dann bitte selbst das Spiel kaufen und holen, wenn ihr das selber erleben wollt. Ne, dafür ist es ja auch da. Es ist ja nicht nur da, dass ihr euch das anguckt und so, sondern es geht ja auch darum, dass ihr vielleicht einen Eindruck bekommt, ob euch das Spiel selbst gefallen könnte oder so. Sondern, genau, also dass euch ja selbst gefallen könnte, dass ihr das vielleicht auch kauft, damit ihr da so ein bisschen den Entwickler unterstützt und so. Ne, darum geht's ja, weil daran hängen ja auch Arbeitsplätze. Muss man ja auch einfach so sagen. So, jetzt wird aber hier politisch korrekt. So. Gut. Okay. So, jetzt können wir natürlich auch hier safe sein, da wir ja, können wir ja ein bisschen was bauen, ne? Wieso haben wir denn so viel Lagerplatz, sag mal, auf einmal? Haben wir irgendwas umgebaut? So, das heißt, ich würde mal ein bisschen wieder basteln. Oh, geil, Eisenbarren. Oh, Kristalle können wir auch bauen. Wie viel wir davon wohl herstellen können? Ich will mal ein bisschen was herstellen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ach, guck mal, so viele Sachen. Ich klicke überall drauf. So. An. Mal gucken, was da alles gebaut werden kann. Lal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 
Ja, nice. 200 habe ich hergestellt. Ich mache mal 400. So, dann können wir die nämlich jetzt auch mitnehmen und ausrüsten. Ihre. So, wo haben wir sie? Alter, so viel Waffen. Das nimmt so viel Platz weg, ne? So, warte mal, die 7, ne? Yeah, Freunde. Ich bin ready, Alter. So, jetzt bin ich ready. Jetzt sollte er mich mal angreifen. Eigentlich brauchen wir da unten den Spind ja jetzt erstmal gar nicht mehr, ne? Gut. Ich würde mal was wegpacken. Und zwar... Wo haben wir denn Lebensenergie? Habe ich die irgendwo anders reingepackt? Ich glaube, wir haben, glaube ich, kaum welche gelagert. Dann würde ich die 2 da mal reinpacken. Den Revolver würde ich, glaube ich, jetzt wegpacken. Ach, hier oben haben wir auch noch. Guck mal hier. Ah, wir können noch mehr herstellen. Da haben wir auch noch Kohle, sehe ich gerade. Die Grundressourcen müssen wir mal irgendwie auf Vorrat nochmal holen, ne? Da können wir nämlich nochmal Dings herstellen. Die Rüstung brauchen wir auf jeden Fall. Genau, den Revolver würde ich gerne weglegen. Hier waren die Munition für die Türme drin und so, ne? Genau, den Revolver brauchen wir jetzt nicht mehr. Also würde ich sagen, dass wir den nicht mehr brauchen. Die Schrotflinte, ja, würde ich noch mitnehmen. Den Schraubenschlüssel brauchen wir ja eigentlich immer nur zum Reparieren und zum Neubauen. Das heißt, wir brauchen den eigentlich erstmal, eigentlich erstmal so nicht mitnehmen. Ich speichere mal. Genau, den zum Ressourcenfarming. Ich würde das gerade mal so ein bisschen sortieren. So, die Waffen oben hinpacken. Das kommt gleich rüber. Rüstung, Granaten. Genau, Lebensenergie, Munition. Genau, so, dann haben wir immer noch Platz hier für Ressourcen und so. Und klar, nimmt natürlich ordentlich ein, muss man ja sagen. Aber das würde ich erstmal so lassen. Dann ist das ein bisschen besser. Ich würde mir mal eben schnell die Sachen vielleicht ein bisschen umlegen. Vielleicht die auf die 3, die auf die 4. Die Granate vielleicht auf die 1. Ah, obwohl ich mach's dann mal auf 7. Genau, dann machen wir das mal so. 1, 2, 4 die Waffen, 5 die Granate und dann Lebensenergie und Dings. Alles klar, ich glaube, es ist das ganz, ganz gut, ne? So, 1, 2, 3, haben wir nachgeladen? Ja, 1, 2, 3, 4. Hier brauchen wir Munition für. Können wir mal eben herstellen. Haben wir doch bestimmt noch, ne, oder? Eisenrohre. So. Holen wir mal eben. Ist ganz geil, das Teil irgendwie, finde ich. Muss man nur natürlich gut zielen können mit. 12 Stück reicht ja erstmal. Es dauert halt nur mit dem Nachladen mal bei der Sache. So, dann haben wir bei 5 die Granaten. Bei 6 unsere Lebensenergie. Und bei 7 unsere neue Rüstung. Das ist supi. Dann können wir damit nochmal auf Tour gehen. Genau, dann würde ich nochmal eben in Reserve... Uff. Vielleicht sollte ich einfach mal die Schrotflinte wegpacken. So. So, kleinen Moment. Ich sollte vielleicht mal das Schiff reparieren. Ich glaube, wir sind da ein wenig beschädigt worden. Nein, was mache ich denn? Ich glaube... Ich glaube, wir wurden ein wenig angegriffen. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht packe ich einfach... Nee, den Schraubenschlüssel packe ich hier bei Waffen hin. Ich weiß gar nicht, warum wir angegriffen werden. So. Weil ich habe hier drauf gedrückt mit der Maustaste, habe aber gleichzeitig... Das ist blöd, wenn du dann eine Schrotflinte oder eine Waffe ausrüstest, schießt du ja. Und wenn du hier nicht richtig drauf drückst, dann... Naja, vielleicht sollte ich doch eh einfach benutzen. So. Genau, ich wollte die jetzt herstellen. Weil wir ja wieder ein paar neue Eisenerz gehabt haben. Vielleicht mal so 50. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich glaube, damit kommen wir sehr weit, ne? Die Jungsbarren brauchen wir ja auch zwischendurch für neue Sachen. Kupfererz und Eisen. Okay, Eisenerz. Kupfererz haben wir nicht mehr.
So, das war's schon. Nice. Okay, sehr schön. Gut. Dann haben wir soweit alles. Ich würde noch mal einmal gucken, was können wir reinpacken im Lager, weil wir ja so viel Platz haben. Das läuft alles, ne? Sehr schön. Okay. Automatisch speichern. Ich speichere auch nochmal manuell. So, Energie 19. Super, das passt alles. Füllt er wieder auf? Er müsste normalerweise wieder auffüllen, ne? Ich trinke nochmal einen Schluck. Na? Eigentlich müsste er auffüllen, die Energie. Wieso verlieren wir denn kontinuierlich Energie? Weil wir haben ja eigentlich eine Bilanz von Plus. Also wir haben ja im Prinzip, haben wir ja eigentlich 45 Rumpf.